Bitcoin tradet bei 67.182 US-Dollar. Wir haben wieder einen kleineren Abverkauf gesehen, wie du hier gut erkennen kannst. Unsere Trades laufen weiterhin ganz gut im Profit. Wir müssen uns heute anschauen, ob wir jetzt hier wirklich ein finales Breakout nach oben sehen. Wir haben ja hier fast auf den Cent genau wieder unsere Vektorkerze abgeholt, wie wir das auch erwartet hatten. Des Weiteren müssen wir uns noch wichtige Informationen anschauen. Wie sieht es denn mit GBTC aus? Weil diese verkaufen wir immer unseren Spot-ETF die ganze Zeit ab. Wenn man sich nämlich die letzten drei Tage hier einmal anschaut, siehst du nämlich hier auch nochmal ganz gut, dass die letzten drei Tage wirklich noch sehr human gewesen sind. Ob jetzt hier wieder größerer Verkaufsdruck reinkommt, das werden wir uns dann heute auch nochmal anschauen. Und du siehst hier auch nochmal einen möglichen Vergleich, und zwar einmal hier zu dem Bullenmarkt zuvor, den wir hier an dieser Stelle mal gehabt haben, und an dieser Stelle jetzt hier, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Und wie man ganz gut erkennen kann, sieht das wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Das schauen wir uns an, und wir gehen natürlich auch noch in unsere Bookmap rein. Wir schauen nämlich uns an, wo liegt denn jetzt hier die mögliche Liquidität, und zwar 69.000, 70.000 US-Dollar, 65.000 Dollar. Das alles erfährst du jetzt in diesem Video und natürlich auch, wo wir wieder einsteigen können, beziehungsweise ob unser Tradingplan, den wir uns schon seit zwei Tagen jetzt hier ausgearbeitet haben, immer noch intakt ist oder ob wir hier Anpassungen machen müssen. Das erfährst du jetzt in diesem Video, deshalb starten wir direkt rein. Nach dem Intro, let's go! Gut, also dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart, wie du erkennen kannst, heute ohne Cam. Warum? Ganz einfach, ich habe ein Update gemacht und seitdem kriegt meine Cam keine Connection mehr zu meinem PC. Ich habe heute Morgen, deshalb kommt das Video auch etwas später, deshalb sorry dafür, ich habe heute Morgen eine Stunde lang probiert, die Connection zu meinem PC wieder herzustellen, mit runterfahren, mit dies, das, neu verbinden, hat alles nicht funktioniert. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass das zumindest jetzt mal übers Wochenende sich irgendwie regelt. Wenn ihr Tipps dazu habt, ich habe eine Sony Alpha 3, warum die keine Connection mehr zu OBS herstellen kann oder allgemein nicht mehr zum PC, dann schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare. Aber egal, ich will euch trotzdem ein Update geben. Cam ist jetzt nicht so wichtig, es kommt ja auf den Inhalt drauf an. Also, schauen wir uns das Ganze mal an, wie du hier gut erkennen kannst. Es ist ja jetzt so, dass wir hier unten den schönen Support halten konnten. Wir haben uns ja diesen Support auch unten eingezeichnet, ja, in den letzten paar Videos. Und dann habe ich auch gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir hier dieses bullische Reversal reinkriegen. Genau das ist jetzt erstmal passiert. Was sehr spannend ist, das schauen wir uns gleich auch nochmal auf dem 1-Stunden-Chart an, ist nämlich folgendes, dass wir erstens jetzt einen Retest von unserem W gerade sehen und zweitens wir wieder komplett die Vektorkerzen abgeholt haben. Da habe ich ja gestern auch auf Social Media drauf gewarnt, das heißt einmal natürlich auf Twitter und auf Telegram, da könnt ihr gerne reinkommen, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, wo ich gesagt habe, Leute, wir kriegen hier zwei Vektorkerzen rein. Also da wird es wirklich sehr, sehr spannend werden, weil ja, man kann davon ausgehen, dass die Market Maker den Kurs dann wieder kurzfristig dann auch nochmal hier runterdrücken. Genau das ist jetzt dann hier wieder eingetreten und passiert. Und was halt sehr spannend war, ist, dass wir hier fast die ganze komplette Vektorkerze abgeholt haben. Das haben wir uns ja gestern auch angeschaut, auch mit unserem Tradingplan. Schauen wir uns gleich nochmal auf dem 1-Stunden-Chart an. Hat da wirklich ganz gut funktioniert. Ich hätte mir gewünscht, dass wir noch einen kleinen Rücksetzer sehen. Das schauen wir uns aber gleich dann nochmal an. Was jetzt spannend wird, ist nämlich folgendes, und zwar haben wir es einfach jetzt hier nicht geschafft, über ein wichtiges Level drüber zu kommen. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, war das eigentlich nichts anderes als genau hier so diese Zone bzw. dieser Bereich, den kann man sich hier auch nochmal einzeichnen, wenn man das möchte. Ja, das war nämlich genau einmal so diese wichtige Zone. Warum ist die so wichtig? Wenn man sich das jetzt hier mal anschaut, haben wir hier einmal Support gehabt, dann gab es Widerstand sehr starken, dann gab es Support, dann gab es sehr starken Widerstand, dann gab es hier nochmal Support. Oh, und wenn wir uns das hier jetzt mal angucken, voilà, was passiert? Wir kriegen hier erstmal wieder den Widerstand rein. Heißt für uns nichts anderes, dass wir jetzt eine neue Widerstandszone sich geformt hat, und zwar bei 68.825 bis runter zu 68.520. Also das ist genau diese Zone hier. Das heißt, wenn Bitcoin es wieder hier nach oben hin schafft, müssen wir auf jeden Fall so schnell es geht hier oben durchbrechen, damit wir hier oben die wichtige Imbalance im Chart nochmal abholen können, nämlich Vektorkerze 1 und Vektorkerze 2. Das Ganze haben wir auch dann nochmal gestern in unserem Webinar angesprochen. Das heißt, wenn du jetzt hier noch kein Abonnent bist, würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen. Lass definitiv gerne mal ein Abo da, würde mich sehr darüber freuen. Von Montag bis Sonntag bekommst
brauchst du ja immer ein Update-Video, damit du von dieser Volatilität einfach davon profitieren kannst. Denn seit hier unten haben wir dann gestern wieder einen Move gesehen von knapp 6,5%, also $4,257 ging es hier für Bitcoin wieder nach oben. Sieht da auf jeden Fall erstmal gar nicht mal so schlecht aus. Dann schauen wir uns doch kurz die Indikatoren an. Wir haben ja hier jetzt ein bullisches Cross von unserem MACD gesehen. Wir kriegen auch positives Momentum rein. Aber, und jetzt kommt wieder das Aber, durch diesen kleineren Abverkauf, den wir jetzt wieder gesehen haben, der eigentlich dazu geführt hat, dass wir nur diese Vektorkerne wieder abholen, ja, ist jetzt hier unser positives Momentum wieder etwas an einem abfallenden Zweig. Das heißt, was jetzt durchaus passieren kann auf dem MACD, ist jetzt hier immer noch unsere Möglichkeit mit dem doppelten Boden. Das macht Bitcoin immer sehr gerne, dass der erstmal hier wieder nach oben zieht, nicht drüber schafft, dann hier nochmal runter geht, dann kriegen wir nochmal ein kleines bärisches Cross rein und dann geht es hier final nach oben hindurch. Das erwarte ich jetzt hier bei unserem MACD auf dem 4-Stunden-Chart. Des Weiteren, ja, schauen wir uns dann RSI an. RSI hat sich hier erholt bis knappe 58 Punkte, ist jetzt hier wieder nach unten gefallen, weil wir ein bisschen korrigiert haben, runter auf 47,8. Also da sieht es jetzt auch wirklich ganz okay aus, wie du hier schön erkennen kannst. 48 Punkte, wir sind jetzt hier genau wieder in der Mitte von unserem RSI und man muss auch dazu sagen, unser RSI hat uns auch dieses Mal erstmal wieder nicht enttäuscht. Immer wenn wir in den überverkauften Bereich reingehen auf dem 4-Stunden-Chart, ist es bisher jetzt immer so gewesen in den letzten Wochen und Monaten, dass Bitcoin hier wieder eine sehr starke Erholung erfährt. Aber man muss auch dazu sagen, sowas Ähnliches hatten wir auch hier gesehen. Ja, und das erinnert mich so ein bisschen jetzt gerade an diese Situation, nur in kleiner. Und zwar hatten wir genau dasselbe auch hier gesehen. Wir sind nach oben gegangen, konnten erstmal diese Hochs nicht durchbrechen. Das Gleiche, ja, schauen wir uns nämlich hier dann auch nochmal an. Machen wir das ein bisschen größer. So, das Gleiche haben wir auch hier. Wir gehen hier nach oben, können diese Hochs hier oben nicht durchbrechen. Was passiert? Wir sehen einen Abverkauf. Das Gleiche hat dann auch hier stattgefunden. Wir sehen einen Abverkauf. Ja, und jetzt sehen wir das Gleiche auch wieder hier. Hier hat dasselbe Szenario stattgefunden, nämlich nichts anderes als genau diese Vektorkerze hier unten wieder abzuholen. Ja, was haben wir hier gemacht? Wir haben genau das gleiche gemacht, wieder die Vektorkerze abgeholt und auch hier waren wir kurzfristig unter unseren wichtigen EMAs, wie wir es jetzt hier an der rechten Seite auch sind. Also sieht auf jeden Fall sehr ähnlich aus und ich gehe im Moment noch sehr stark davon aus, dass das die Bewegung jetzt noch nicht war, sondern wenn sich Bitcoin jetzt hier halten kann, gehen wir hier weiter erstmal nach oben. Für mich gibt es keinen Grund, jetzt zu sagen, dass wir jetzt hier irgendwie unter $60,000 brechen, wenn wir jetzt hier so schönen Support gefunden haben bei unserem 200er EMA. Heute ist aber Freitag, letzter Handelstag von unserem Spot ETF. Da kann auf jeden Fall noch mal ein bisschen was passieren. Deshalb haltet da auf jeden Fall mal die Augen offen. Dann gehen wir rein auf den Tageschart. Schauen uns den Tageschart noch an, wie es da im Moment aussieht. Und wie du hier gut erkennen kannst, gehen wir da rein, sieht es ein bisschen besser aus. Da habe ich alle Indikatoren ausgeblendet. Gehen wir jetzt genau in diese Konsolidierungsphase rein, die ich eigentlich so ein bisschen befürchtet hatte. Ja? Und zwar, wenn man sich das Ganze mal anschaut, ist es nämlich jetzt so, dass wir jetzt an dieser Stelle wirklich ein sehr, sehr starkes symmetrisches Dreieck jetzt hier formen. Was sehr spannend ist, das Ganze endet genau bei unserem Halving. Ha, was für ein Zufall. Ja, also das ist jetzt genau wieder das, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, dass wir genau in dieser Zone hier bleiben, in dieser Konsolidierungsphase. Und ein symmetrisches Dreieck nach einem sehr starken Aufwärtstrend hat normalerweise, ja, wirklich normalerweise, eigentlich eine höhere Wahrscheinlichkeit nach oben hin nach auszubrechen. Aber Alltime High 2021 gibt uns erstmal wieder Widerstand. Wer hätte es gedacht? Zuvor gab es sehr, sehr starken Support eine ganze Woche. Jetzt sind wir drunter gebrochen. Jetzt gibt das Ganze erstmal wieder Widerstand. Das heißt, behaltet das mal ein bisschen im Auge hier. Ja, was jetzt gut ist, wäre, wenn wir noch ein bisschen seitwärts konsolidieren, weil dann ist nämlich dieses Double Top auf den größeren Zeiteinheiten, zum Beispiel auf dem Tageschart, Geschichte. Das wäre dann invalidiert. Also das wäre wirklich das absolute Best-Case-Szenario, was man hier sehen kann. Das heißt, genau an dieser Stelle, ja, brauchen wir jetzt erstmal eine Konsolidierungsphase und ich gehe jetzt erstmal stark davon aus, dass Bitcoin das jetzt hier erstmal auch tun wird. Dann gehen wir noch kurz rein, schauen uns mal einen Vergleich an. Das siehst du hier auch nochmal ganz gut. Das ist ein Vergleich von den 12-Stunden-Kerzen. Und wie du hier sehen kannst, ja, ist es nämlich so, dass wir hier sowas Ähnliches gerade formen, wie wir in der Vergangenheit hier geformt haben, und zwar im November und Dezember.
Und zwar ist es jetzt so, wenn man sich das Ganze hier mal anschaut, ja, dass wir erst so eine große Aufwärtsbewegung gehabt haben, dann kriegen wir hier wie so eine bärische Divergenz rein auf dem 12-Stunden-Chart, auch hier, ja, dasselbe Szenario wie in der Vergangenheit, dann fallen wir nochmal nach unten, kriegen Support, wir fallen nach unten, kriegen Support, gehen in die Konsolidierungsphase, gehen nochmal in den Drop nach unten Richtung Bewegung 4 und jetzt kommt die nächste Bewegung nach oben durch. Wollte ich euch mal nicht vorenthalten, ja, deshalb beschreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare, was ihr so davon haltet. Ich fand es auf jeden Fall mal interessant und wollte euch das Ganze mal zeigen, weil jetzt sind wir, dieser Screenshot wurde nämlich gestern gemacht, nach unserem Anstieg jetzt, den wir hier schon wieder gesehen haben. Das heißt, wird auf jeden Fall jetzt eine spannende Geschichte, wenn wir nämlich jetzt hier diese All-Time-High wieder brechen, dann erwarte ich auch wieder einen sehr, sehr starken und intensiven Anstieg nach oben durch. Dann gehen wir noch rein und schauen uns das Ganze noch bei GPTC an. Ihr wolltet ja auch ein bisschen mehr News haben, deshalb ballern wir auch ein bisschen mehr News jetzt hier in die Update-Videos mit rein. GPTC ist ja der einzige Spot-ETF, der kontinuierlich abverkauft und nicht einkauft. Heißt, ja, wie du hier auch nochmal ganz gut erkennen kannst, der Outflow ist weiterhin sehr, sehr, sehr groß. Vor allem in der Vergangenheit, 18. März, eigentlich bis zum 1. April, war der Outflow wirklich sehr, sehr krass. Im Moment ist der Outflow sehr gering. Das heißt, wir haben jetzt hier nur knappe 82 bzw. minus 75 und dann nochmal minus 79. Ich glaube, das ist eine Anzeige von Millionen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ist wirklich human. Das heißt, der Inflow ist im Moment wieder größer und wird besser von den anderen Spot-ETFs kompensiert. Problem, was wir hierbei haben, ist wieder folgendes: Wenn irgendwann mal wieder hier ein großer Abverkauf stattfindet, ja, 300 Millionen, 350, 170, 200, 400 Millionen, ja, dann wird es natürlich auch nicht großartigen positiven Einfluss auf unseren Spot-ETF haben, muss man halt auch sagen, und dementsprechend halt auch auf unseren Bitcoin-Preis. Okay, also das auf jeden Fall mal definitiv im Auge behalten. Dann schauen wir uns noch den High-Block an zu Bitcoin, wie es da im Moment aussieht. Und zwar, das war der Stand dann am gestrigen Morgen. Wir sind jetzt hier dann nach oben gestiegen und wie du hier wunderbar erkennen kannst, ja, haben wir genau diese ganzen Short-Positionen, die ich euch auch gestern schon gezeigt habe, ja, komplett erstmal hier rausliquidiert. Das heißt, das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte, was da im Moment passiert. Das heißt, hier hatten wir sehr, sehr starke Short-Positionen über uns im Markt drin und die Market Maker haben genau das nämlich einmal getan. Sie haben komplett das Ganze jetzt erstmal hier rausliquidiert und wie man es hier auch noch mal ganz gut sehen kann, ja, ging das Ganze jetzt eigentlich so hoch bis, ja, 67.000, 68.000 US-Dollar. Was hat dann Bitcoin gemacht am gestrigen Tag? Wir sind nämlich dann hier an dieser Stelle noch mal bis knappe 69.000 Dollar angestiegen. Das bedeutet, wir haben diesen ganzen Bereich, den du hier sehen kannst, einmal komplett rausliquidiert. Das Ganze habe ich dann gestern auch noch mal hier gepostet auf meinem Twitter-Kanal. Auch hier haben wir nochmal eine schöne mögliche Liquidation-Karte gesehen. Und ihr seht es auch hier, der ganze Block komplett rausliquidiert und dann ging es eigentlich hoch bis 69.000 Dollar. Das heißt, dieser ganze Block wurde dann auch wieder reingesnackt von den Market Makern. Also ihr seht schon, diese Liquidation Wicks und natürlich diese, nicht Liquidation Wicks, diese Liquidation Maps, also diese Liquidation Karten, haben auf jeden Fall schon einen sehr, sehr hohen Einfluss. Immer wenn hier sehr, sehr viel mögliche Liquidierungen reinkommen, können wir davon ausgehen, dass die Market Maker in diese Bewegung erstmal reingehen. Gut, dann schauen wir uns noch die Bookmap an. Wie sieht es bei der Bookmap im Moment aus? Bookmap sieht im Moment so aus, dass wir jetzt hier an dieser Stelle jetzt weiterhin sehr viel Liquidität natürlich immer noch über uns haben. 70.000 US-Dollar, 172 Coins, 70.594 Coins, 71.118 Coins. Das heißt, über uns wollen auf jeden Fall Leute etwas verkaufen. Wir kriegen hier oben bei 69k auch ein bisschen was rein mit 77 Stück. Wir schauen uns an dieser Stelle ja erstmal nur Binance an, ja. Wie du hier jetzt ganz gut erkennen kannst, ist es nämlich so, dass unter uns aber auch sehr, sehr viel immer noch liegt. Das heißt, wir sind weiterhin in der Konsolidierungsphase. Auf dem Tageschart habe ich dir das Ganze dann auch nochmal ganz gut gezeigt. Das heißt, solange diese Konsolidierungsphase stattfindet, sind wir genau zwischen der Liquidität gefangen. Also Liquidität über uns und Liquidität unter uns. Sollten wir nach unten fallen bei Bitcoin, muss aller spätestens bei 62.000 bis 60.000 US-Dollar wieder Schluss sein.
Ja, und da werde ich dann auch hier meine Positionen erstmal wieder vergrößern. Ich möchte jetzt auch hier nochmal weiterhin erstmal nachkaufen. Kommt jetzt ganz drauf an, wenn sich hier unten jetzt dann nochmal ein schöner doppelter Boden dann hier entwickelt, möchte ich diesen dann auf jeden Fall für mich nutzen. Und dann hier unten bei 62.400 möchte ich auch dann nochmal nachkaufen. Aber da werde ich dich natürlich komplett auf den Laufenden halten. Das heißt, wenn dich das Thema Trading interessiert und du sagst, yo, alles klar, ich möchte den Kanal gerne unterstützen. Ich habe noch keinen Account bei Femex, möchte mir gerne einen geilen Trading-Bonus abgreifen und Trading Gebühren sparen, dann einfach unten mit dem Link anmelden und dann hier sofort mit am Start sein, vor allem für die nächsten Trading Bonis und natürlich vor allem dann auch für die nächsten Aktionen. Und deshalb vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Dann gehen wir jetzt rein, schauen uns das Ganze auf dem 1-Stunden-Chart an. Und das war ja hier an dieser Stelle unser Trading-Plan, den wir uns dann hier gestern gesetzt haben. Das Ganze ist fast aufgegangen. Ja, ich wäre noch ein bisschen überzeugter davon gewesen oder glücklicher gewesen, wenn wir hier nochmal kurz runtergehen und dann die Bewegung nach oben durchkommt. Ja, das wäre nämlich dann wunderbar gewesen. Dann hätten wir genau auf den Cent eigentlich das gemacht, was ich euch gestern gezeigt habe und eingezeichnet hatte. Jetzt sind wir hier sofort nach oben. Vielleicht hat der ein oder andere das trotzdem mitnehmen können. Schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare. Würde mich da auf jeden Fall sehr interessieren. Was halt jetzt spannend ist, ist Folgendes. Und zwar, du siehst es jetzt hier auch ganz gut. Ja, wir ballern jetzt gerade hier nämlich den Retest rein von diesem möglichen größeren W, auch auf dem 1-Stunden-Chart. Das heißt, auch hier, ja, ist es jetzt so, dass wir genau jetzt an dieser Stelle die Neckline antesten und die Neckline, ja, wird im Moment so ein bisschen supported mit unserem M2 Level, nämlich genau hier. Ja, jetzt haben wir folgendes Problem, 1-Stunden-Chart, wie du hier gut sehen kannst, wir sind nach unten gebrochen und jetzt gibt uns der 50er EMA wieder etwas Widerstand rein. Heißt für uns, wir müssen auf jeden Fall heute über den 50er und am besten wieder über den Pivot Point kommen. Unser Daily Open hat gestartet, wer hätte es gedacht, ja, wir wurden sofort vom asiatischen Markt wieder abverkauft. Also ja, der asiatische Markt macht uns im Moment so ein bisschen, ja, Kopfschmerzen und Probleme. Das heißt, immer wenn unser Daily Open startet, der asiatische Markt eröffnet, was passiert, werden im Moment sehr stark abverkauft. Das war dann hier auch wieder mal kurz ein Drop von $2,400 und deshalb unbedingt abonnieren, weil du von diesen volatilen Bewegungen natürlich dein Trading-Portfolio massiv aufstocken kannst und dadurch halt wirklich sehr, sehr stark profitieren kannst. Deshalb lass gerne ein Abo da, ist wie gesagt komplett kostenlos und für mich würde es wirklich sehr, sehr viel bedeuten. Deshalb vielen lieben Dank für deine Unterstützung und dann bist auch du ein Bitbuller. Herzlich willkommen dann in der Community. Also das heißt, was beachten wir jetzt? Jetzt beachten wir was Neues und zwar, wenn wir hier nochmal nach unten kommen sollten, was passiert hier unten bei unserem Low ADR S1 und bei unserem 800er EMA auf dem 1-Stunden-Chart? Sollten wir hier einen doppelten Boden bekommen, ist das wieder unser nächstes Trading-Szenario. Ja, das würde nämlich dann auch immer noch ganz gut zusammenpassen, selbst wenn wir noch mal ein Stückchen weiter hier nach unten fallen sollten. Ja, hier macht es einfach wie First Steps to Heaven. Ja, ballert ein Abo raus. Herzlich willkommen, du bist live mit dem Video. Und dann sieht man nämlich das jetzt hier auch noch mal ganz schön. Das bedeutet nämlich, das wäre nichts anderes jetzt hier immer noch als ein riesengroßes bullisches Reversal. Also wir sind immer noch auf Kurs. Heißt das jetzt in der Zukunft beachten, für die nächsten paar Stunden. Wenn das jetzt hier eintreten sollte, werde ich dich aber natürlich auf den Laufenden halten und dann werde ich meine Positionen auch nochmal dementsprechend vergrößern. Dann schauen wir uns nochmal unseren VRVP an, wie es da im Moment aussieht und das würde auch ganz gut zusammenpassen mit dieser Konsolidierungsphase, dass wir genau hier unten dann reinlaufen. Warum? Weil hier dann sehr, sehr starker Volumensupport erstmal wieder herrscht. Ja, was sehr spannend ist, wenn man hier ein bisschen rauszoomt und sich das Ganze anguckt, haben wir hier wie so eine Miles Distribution, da sind wir genau komplett hier reingelaufen und unter uns liegt halt wirklich ein sehr, sehr großer Volumenblock. Das heißt, da können wir davon ausgehen, dass wir hier erstmal Support finden werden. Dann gehen wir kurz rein, schauen uns das Ganze noch bei Ethereum an. Ethereum hat ein ähnliches Szenario hingelegt und zwar auf dem 4-Stunden-Chart. Auch gestern hat das wunderbar funktioniert. Wir haben uns das im Livestream angeschaut. Vielleicht hat der ein oder andere diesen Trade mitnehmen können. 5,73% mit einem 10er Hebel, knapp 50%, 57% aufs eingesetzte Kapital. Aber dann ist ja auch immer wichtig, realisiert Profite, Leute. Wenn ihr merkt, dass wir irgendwo auf einen wichtigen Widerstand gehen, in diesem Fall 200er EMA, genau auf den Cent angetestet, abverkauft worden, ja, deshalb müsst ihr da definitiv drauf achten. Ja, aber da, wir sind genau hier unten rein in diese Supportzone. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch im Livestream, haben wir uns das hier
eingezeichnet. Ich habe das gestern nicht mitgenommen, weil das war in der Früh um 6 Uhr. Da war ich dementsprechend noch nicht am Start und noch nicht wach. Aber vielleicht konnte der ein oder andere davon profitieren. Was jetzt auch wieder interessant wird bei Ethereum ist nämlich jetzt Folgendes, dass wir auch hier erstmal genau diese Zone wunderbar halten. Und diese sollte jetzt auch wirklich halten, weil sonst haben wir ein kleineres Problem. Wenn das nämlich nicht hält, geht es hier unten nochmal rein. Und dann muss Ethereum hier das schaffen. Wenn er das nicht packt, geht es hier unten nochmal Richtung 3.100 bzw. 3.125 Dollar nach unten rein. Und das wäre natürlich nicht so geil, muss man ganz klar dazu sagen, okay? Das heißt, behalte das bei Ethereum mal so ein bisschen im Auge, ja, dass wir noch einen kleinen Step nach unten machen könnten, wenn Bitcoin nämlich jetzt auch nach unten gehen sollte. Das heißt, das behalte ich für den heutigen Tag im Auge. Ihr solltet jetzt gut upgedatet sein. Sorry nochmal wegen der Cam. Tut mir leid, ich versuche jetzt irgendwie das hinzukriegen, dass die Cam wieder funktioniert. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt übers Wochenende und dann wünsche ich dir einen guten Start ins Wochenende, einen wunderschönen Freitag. Teil gerne dieses Video, gerne reinfolgen und bevor ich es vergesse, stimmt auch noch gerne ab für den Black Bull Award 2024, Leute. Wir sind hier wieder nominiert, deshalb jede Stimme zählt. Hier unten Bastian Keller eingeben, Vorname eingeben, E-Mail-Adresse eingeben, mit am Start sein und dann bekommt ihr eine E-Mail und da müsst ihr einfach nur den Link bestätigen. Checkt auch euren Spam-Ordner und dann wünsche ich dir und euch einen wunderschönen Tag. Vielen lieben Dank für deine Stimme und dann haut rein. Bis dann, euer Basti und wie immer, ciao, ciao.